Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge. Boah, Alter. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Zu einer weiteren Folge auf der Hintercafé. Mit mir. Mit ihm! Oscar TV. Moin. Ja, irgendwie stimmt jetzt schon wieder was nicht. Keine Ahnung warum. Halb. Du. Ich hätte wohl doch müssen nochmal ein zweites Mal joinen, aber das ist egal, Alter. Das interessiert jetzt kein Mensch. Ich kann den Drescher nicht ein- und ausschalten. Und ich kann nicht aussteigen. Ja, also du musst immer weiterarbeiten. Keine Pause gemacht. Also wirklich komisch. Real Talk komisch. Hatte ich bis jetzt noch nie. Das ist ja nicht wild. So. Ah, komisch, jetzt kann ich aussteigen. Ich höre die Ballenpresse schon. Piep, piep, piep. Moment. Eine Sekunde. Das stimmt doch nicht. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Stopp. Moment mal kurz. Irgendwas stimmt da wieder nicht. Da ist doch irgendwas wieder im Busch. Ach, wusste ich doch. Steam macht wieder ein ungefragtes Update. Warum auch immer. Deswegen mach Steam mal sowas auf. Ja, aber LS läuft ja bei mir über Steam. Ach, haben wir. Ja, das ist ja mal wieder vorzüglich. Bei mir zeigt es immer noch an, dass der Stroh runterfällt. Naja, egal. Muss man jetzt nicht hingucken. Ist wurscht egal. So, jetzt fühlt sich das doch viel besser an, Leute. Wenn es nicht mehr großartig leckt. Wir haben übelste Dresch-Mission, also Arbeit? Was? Dresch-Arbeit oder was? Ja, ganz genau. Hört ihr? Oh. Hat keiner gesehen. Das hat jetzt wirklich ja. Die war gesehen, ja, ja, ist klar. Keiner gesehen. Hat mir raus. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch niemand hat gesehen, das bin ich vom Drescher in den Fan gejoint. Das stimmt nicht. Nein, nein. Also, ich weiß jetzt nicht, was sie meinen. Nein. Was ist die passiert? Oh, das spielt die Ballen besser. Ich hab halt deswegen hasse ich Rundballen auch in echt, wenn das Ding anfängt zu piepen, Alter. Aber bei Quaderballen ist das wirklich wie im Spiel. Da kannst du einfach durchfahren. Ja. Bei der Rundballenpresse ist es leider nicht. Ich bin schon längst irgendwie deaktiviert.
Aber du musst ja doch wissen, wie voll die ist. Jetzt in Reels siehst du es ja nicht. Was ist ja nicht die schöne Anzeige unten? Doch, das da auch. Bordcomputer. Ja, bei einem neueren Schlepper, ne, nehme ich jetzt nicht raus. Okay. Aber bei jetzt einem älteren Schlepper hast du das jetzt nicht, ja. Das kommt auch auf die Beinpresse drauf an, weil Beinpresse haben wir auch Bordcomputer teilweise dabei. Ja, teilweise. Also, Leute, ich kenne mich da komplett nicht aus, aber ich denke jetzt mal, bei einem 1990er Schlepper hast du, denke ich mal, keinen Bordcomputer. Das stimmt. Bei den neuen Beinpressen hast du direkt ein Terminal dabei. Ach so, nice. Und beim Schwader schon. Vielleicht hast du fahren. Das ist die Phase. Ja. Also da kriegst du jetzt so einen kleinen Fernseher mit und dann kannst du das in den Schlepper hängen, oder wie? Ja, ja, ungefähr, ja. Ungefähr. Das wird wieder ungefähr so groß sein. Ah, ein bisschen größer wie der Handy ungefähr. Ach so. Okay. Also es ist kein Riesenteil jetzt, zum Beispiel. Nee. Ist das in der Größe, wie haben wir jetzt irgendwie hier. Also kann man das die Größe nennen wie hier im Drescher? Ich weiß nicht, was du meinst im Drescher. Weil er hat so ein klar. Warte mal kurz. Ich kann ja mal kurz aussteigen. Kannst ja mal kurz betrachten kommen. Da haben wir so ein Glasding ins drin. Warte. Au! Das oben rechts. Ja, genau so ungefähr, ja. So ungefähr sieht das aus, oder? Ja. Nur halt dann von einer anderen Marke halt, ja. Ja, das ist mir bewusst. Aber nice! Kostet das dann extra oder bei einigen ist das schon dabei oder wie? Bei den neueren ist es auf jeden Fall dabei. Es kann natürlich sein, zum Beispiel, du hast eine alte Presse und du willst sie mir aufrüsten und sowas. Achso, das kannst du auch machen. Ich denke mal. Okay. Hat das jemand schon gemacht oder? Ne, oder wenn der Schlepper Bordcomputer hat, dann kannst du das Display auch weglassen. Brauchst du ja nicht, wenn der Schlepper Bordcomputer hat. Ah, das kannst du gleich da rein donnern. Warum auch immer hat mein Drescher nicht mehr vorwärts gefahren. Egal. Lul. Wie wär's denn, wenn wir es jetzt so machen, dass du den Drescher nimmst? Ich geb dir mal die Verantwortung dazu. Und fährst gleich auf. Nimmst den Johnny und den Kipper. Ach, ein Feldfuhr hat kein Stroh, am besten. Dann kann ich heimfahren mit dem Fan, den Frontlader, Ballenpick nehmen und das kurz schon wegmachen hier. Und ja. Dann zeige ich auch was anderes, weißt du? Das war die Überlegung. Warum ist das jetzt schon so schön dick weiß geschrieben oben? Die Zeit und so. Ist das Bug. Immer so oder haben wir jetzt ein Update gemacht? Ne, schau neu drauf und alles sieht komplett anders, ja. Ne, also. Nee, ich meine, es sieht doch, so schön aus. Ja, schau neu drauf und alles nicht mehr so. Achso, okay. Genauso wie ich hatte auch schon öfters war, die Zeit und das Datum erstmal ist ja getrennt, wie zum Leerzeichen oder sowas. Ja. Ja, das ist manchmal nicht so bei mir. Und manchmal ist es auch dick war. Achso, okay. Muss da drauf schauen. Dann bleib ich jetzt für immer drauf, es sieht schöner aus. Genau. Ich gebe dir maximal ein paar Stunden, bis du ein Connection los hattest. Bitte hier auf TeamSpeak. Aber ich sitze selber oben rechts. Leute, wir haben fast halb vier am Samstag. Wir chillen hier. Ich chille jetzt schon, also wir chillen den ganzen Tag schon auf TS.
Mal gucken, was wir noch heute so machen. Also, nee, chillen kann man jetzt nicht sagen. Ich bin die ganze Zeit am Folgen aufnehmen. Oh nein. Ganz strenge Arbeit, ganz anstrengend. It's our Retalk. Ja, und da gibt's auch schwere Berufe. Och, Mensch! Auch bei Trier. Nee, aber mal kurz jetzt ohne Hihihu. Ich bin wirklich den ganzen Tag am Aufnehmen. Könntest du jetzt mal bitte vielleicht sagen, dass Ich das stimmt? kann es nicht bezeugen, ich war die meiste Zeit noch Ja, nicht komm mal da. da. Also jetzt der ganze Tag, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Leute, aber schon. Moment, 3 Folgen habe ich aufgenommen. Also 15, also knappe Stunde. Ganz Nee, Tag am nee, Aufnehmen, nee, jetzt Stunde. komm mal lang. Ja, hast du doch gerade gesagt, 3 Folgen, 15 Minuten. Ja, aber ich bin auch erst seit 1:30 wach. Ach, ja, Also. ich bin seit 7 wach, merkst du da einen Unterschied? Ich merke hier gar nichts. Ja, dass du nichts merkst, war schon klar. So. Warum bin ich gleich voll? Ja, die. Das frage ich auch öfters. Oh, nur ist die Flasche Bier. Mal kurz abtanken hier. Cool, Pause. Ach ja, warum mache ich den Drescher nicht aus, Leute? Weil ich bin schnell unterwegs, weißt du? Ich wollte ihn nicht ausmachen, nein, nein. Irgendwie der Knopf klemmt. So, kann man es mal den. Oh, Mann! Oh, komm, Alter! Ach komm! Kann doch jetzt sicher Was ist denn sein. der? So. Also der Fan soll dann vor die Ballenpresse oder wieder hat. Ja. Ja. Nee, ja, nee, Doch. ja, du musst ja. Doch. Ja. Ja, Schnabel zu, ich weiß nicht. Es ist halt schon die Aufwand da, das heißt, es ist auch scheißegal. Ist egal, komm. Ist egal. Ich fahr lieber Fendt. Das ist lieber keine Qualität, mehr, ja. So. Dann weißt du was, mach doch das besser so. Nee, komm, Schnabel zu, ich mach's jetzt, wenn du willst. Ja, du musst halt kurz die ganzen Ballen pressen, das ist halt das Problem. Und nachher, wenn du die Ballen gepresst hast. Komm mal da! Lahmarschiges Ding! Ey, von da, so kommst du jetzt auch mit dem Lenk noch hinterher. Ah, wenn ich das Schleifwerk hole, dann geht's ja auch schneller. Moment. Der Knopf klappt nicht. Sicher. Ja! Ja, kurz noch die letzten 2, 3 Bahnen noch ziehen. Dann kann Ossi ein Feld aussuchen, wo hat kein Stroh, bitte. Ja, bitte, das heißt, wenn ich das mache. So, Tempo auf 50, das ist ein bisschen schnell. Warte, ist das wieder schnellste da vorne? So, Gib den Drescher die Schulter da. ja. Hier ist Hohebohren, passt an. Ich bin nicht aus Hohebohren. Ja, dann kann ich mit dem Auf, weil ich. War ich dem denn? Deutz, ja, mit dem Deutz, ja, auf jeden Fall mit dem Deutz. Natürlich ist jetzt Fan Deutz, was habt ihr sonst gedacht? Ach, schon, das war vergangen. Houston. Wir haben ein Problem. Was? Ja, haben wir wirklich. Wie? Warum? Wir haben nur Felder mit Stroh. Ach, komm mal da. Sollte sich doch. Ah, und ein Feld. Oh, ich kann das nicht. Ein Feld wird trocken. Naja, ist auch Stroh. Okay. Du bist ein Idiot, Alter. Oh Mann, Alter, Junge. Ja, scheiße, also. Auf jeden Fall müssen wir die Grasfelder aufteilen. Ein Grasfeld muss Gras bleiben, ein Grasfeld Muss Gras sein. muss Silage werden, ein Grasfeld muss Heu werden. Also machen wir es so, dass das Grasfeld Nummer G5 als Silage endet und die G8 wird aufgeteilt in Heu und Gras. Ja. Das heißt, die jetzt schon wieder ausgefressen. Nix. Aha! Alles gemerkt, das ist gut.
Ja, jetzt verfährst du dann doch, falls. Verfährst du dann? Denn? Du kannst dann den Kipper auf Feld 30 springen, geht schon dir weg. Alter! Es geht knapp aus! Was soll ich mit dem. Wo? Du könntest ja zum Beispiel den Kipper mitnehmen, zum Feld 30, weil da ist das gleiche Wort da drauf gewesen. Und da dann den Schepper abhängen und dann nach Hause fahren. Das könnte ich wirklich machen, aber dann muss ich kurz noch auskippen gehen irgendwo. Warum? Häng hinten dran noch die Ballenpresse, dann passt das. Kann ich da hinten dran die Ballenpresse anhängen? Bist du sicher? Ach scheiße, bitte. Ja, ja, geht. Also muss halt der Fenster stehen. Ach, das ist alles scheiße. Oder fahre ich hier runter dann mit dem Auto? Ich weiß es nicht. Das geht, glaube ich, nicht, weil die unteren Kupplung hat. Nix. Ich probiere das mal. Dann kann ich ja beides schon mal zum Feld bringen. Aber was macht denn der Feld so lost am Rumstehen? Bleib da stehen. Kannst einen Pickup holen, dann abholen. Bleib der Pickup hier unten stehen, aber so scheißegal. Ah, komm mal! Da steht der Feld. Was auf jeden Fall gut erkannt. Ach komm, ja, haben wir irgendwo noch Weizen drauf? Ja. Ah, dann muss ich diese auskippen gehen. Geil. Okay. Nee, das geht nicht ran, wie hab ich gedacht. Okay. Ich bin ja auch LS-Profi. Ja, was? Ja, genau. So, dann fahr ich kurz mit dem John Deere da. Nur Qualität. Was? Mit dem John Deere rüber. Lass den Kipper da stehen mit dem John Deere gleich mit, Alter. Kann ich rüberlaufen? Ja, ist ja nicht so weit. Kann ich rüberlaufen, kurz den Fendt holen mit der Ballenpresse? Die Ballenpresse am Feldrand stehen lassen und dann gleich mit dem Fendt runterfahren, den Anhänger und den. Frontlader holen. Ja, ja. Weißt du was? Ich halt. Nee, was passt denn hier? Ist ja nicht so weit. Wieder habe ich was vergessen, Alter. Vergesst das aber immer wieder bei der Aufnahme, Leute. Ah, scheiße, und was vergessen hast. Auf jeden Fall ist es jetzt besser. Jetzt schnell in den Fender einsteigen, Ballenpresse anhängen, wenn kann ich sie anhängen. Was? Dann zum Feld bringen, nachher gleich zum Hof ab. Üsen. Stress hier. Ziemlich stressig hier. Ich brauche schon mal morgen Urlaub, ja, perfekt. Nein, das kannst du diesmal vergessen. Mit deiner Krankmeldung, wo gar nicht stimmt. Ja, klar. Jetzt habe ich irgendwie deine Ankopplung bis hier rüber gehört. Komisch, ja. Komisch. Hört man auch, ja, soweit. Was okay. Ich gerade nichts angeholt habe. Ach ja. Ach, stimmt, der. Gut, geil, der hat eine Anzeige, Alter. Wie viel Beine du schon gepresst hast. Press die Lütten raus. Was? Ja. So. Abhängen das Teil. Moment mal kurz. Alles gut. Gibt's hier nicht ein Schleichwerk hier hinten durch, Junge? Schleichwerk? Aha. Gibt's doch hier hinten rum. Ah, da ist ein Schleichwerkswagen. Ich hab ihn nicht angerannt.
ist einfach ein bisschen platter, sagen wir mal so. Schauen wir mit 55 hier durch, der ganze Sitz schüttelt dich durch, Alter. Aschen. So, hier runter. Ja, Leute, ich weiß. Es ist unten abfall. Abfall. Gerade. Komm mal da! Fett der Dinger, Dinger, wow. Leute, ich weiß, die Folge ist eigentlich schon zu Ende. Oh. Habe ich schon längst mitgekriegt. Ich bin falsch gefahren. Das hast du auch schon längst mitgekriegt. Habe ich natürlich auch schon längst mitgekriegt, ja, das stimmt. So, ja Leute, wie schon gesagt, ich weiß, dass die Folge eigentlich zu Ende ist, aber ich möchte eigentlich schon gleich schnell zum Hochhof fahren und weiß nicht, was habe ich gemacht in der letzten Folge. Ja, Mann, das ist jetzt suboptimal, irgendwas ist so. Ach komm, die halbe Minute zum Hof noch, das geht. Folge hat ja schon eine Überlänge, also mit der halben Minute. Ich hätte ihn auch immer schon bezahlt, ey, was? Ach scheiße, ich bin ja schon angestellt, aber auch Müll. Du bist, ja, wunderbar. Und übrigens, ich sollte mehr bezahlt werden als du. Ich nehme mehr Warum? Eigenkapital, Alter. Ich sag's dir. Warum denn? Weil ich mehr arbeite so. Hier. Guck mal. Wenn ich mal krank bin, wirst du von der Polizei gehalten, bekomme eine fette Rechnung. Wenn ich krank bin, holst du ihn first mit der fetten Rechnung. Ja, 1500. Die Bäume sind im Weg. Das gibt uns wieder zurück, Alter. Aber was für eine Polizei, hä? Kostet auch ein ja, bisschen da, genau, das ist ja nicht meine Schuld hier. Och, Mann, Alter, ja, komm. Klar, hast du ihn unleuchtlich gefunden. Ja, wenn ich hier rundum leuchte, also, das ist nochmal schön getauscht. Ja, wie will ich denn das tauschen? Soll ich nur ein Schild drauf machen? Das ist ja noch mehr illegal. Nee, das war ein Schild auf dem Anhänger oder auf dem Schlepper. Ja, ja. Wunderbar. Ja, das, weiß ich, danke. Das erkläre ich unserem Dorfpolizist. Der ist zum Glück gar nicht genau von dem, also. Ja, wunderbar. So, aber ich sehe gerade, wir sind überlängst durch, Leute. Ja, ist egal, so. Ist nicht so schlimm. Wir machen irgendwie immer Überstunden. So, Leute. Ich würde aber an der Stelle sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo dalassen und natürlich beim Ostrand vorbei. Wer hat eigentlich die Kippe so doof eingestellt? War genau nicht. Genau neben dem Baum. Okay. Beim Ostrand vorbeischauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Ciao.